Hallo, liebe Kinder, da sind wir wieder, der Kian und ich. Wir sind als Hasen verkleidet, was man hier beim Kian sieht. Ich bin angemalt als Hase. Man könnte auch glauben, dass ich eine Katze bin, aber ich bin gar keine Katze. Katzen waren wir ja letzte Woche, wie Tiger und Raubkatzen. Dieses Mal sind wir Osterhasen. Und zwar, der Kian hat eine ganz tolle Maske, die zeige ich euch später, wie man die macht. Oder wenn ihr nicht basteln wollt, kann ich einfach anmalen. Könnt ihr einfach so die Nase malen und dann so schöne Barthaare malen. Die Löffel könnt ihr einfach dazu mit den Händen halten und dann seid ihr coole Osterhasen. Nur noch dreimal schlafen, dann ist Ostern. Und wir kriegen ganz tolle Geschenke, glaube ich, vom Osterhasen. Weil wir haben ganz brav. Ja. Eier und noch Ostersachen. Und Schokolade hoffentlich. Jawohl, okay, super. Gut, wir beginnen natürlich, wie jedes Training, mit einer Verbeugung. Das heißt, wir stellen uns mal hin, schauen nach vorne. Und verbeugen uns. Genau, dann werden wir uns ein bisschen aufwärmen. Schau mal zu mir. Wir heben die Schultern und lassen sie wieder fallen. Genau, super machst du das. Und jetzt, schau mal, jetzt machen wir einen Kreis mit den Schultern. Kreisen wir. Einen schönen Kreis. Können wir den Kreis auch in die andere Richtung? Ja, dann machen wir das mal in die andere Richtung. Sehr gut, Kian. Super, mein großer Hase. Gut gemacht. So, als nächstes nehmen wir die Hände zur Hüfte, zur Hasenhüfte. Und mache einen Kreis mit der Hüfte. Ein großer Kreis, Kian. Jawohl, super. Auch hier wieder in die andere Richtung. Wir kreisen in die andere Richtung. Okay, gut gemacht. Pass auf, das nächste, was wir machen, ist mal, wir stellen uns auf ein Bein, schau mal, und heben das andere Bein weg. Wir werden ein bisschen unsere Balance üben. Ja, ein kurzer Tipp für euch alle Kinder. Und zwar, schaut am besten auf einen Punkt, der sich nicht bewegt, egal welcher Punkt. Und dann konzentriert euch nur auf diesen Punkt und ihr werdet sehen, ihr könnt viel besser stehen. Und natürlich machen wir das auch mit dem anderen Fuß. Achtung, anderer Fuß, ein Bein hoch, wir schauen auf den Punkt, konzentrieren uns und üben nicht umzufliegen. Oh, super hast du das gemacht. Die Hasen können das ganz, ganz toll. So, pass auf, das nächste, was wir machen, schau mal, an letzte Woche kannst du dich noch erinnern, wo wir die Knie berührt haben. Genau, so machen wir das hier. Super. Und jetzt wieder auf die andere Seite, so wie letzte Woche, immer auf die andere Seite. Genau, wir haben ja schon ein bisschen geübt, deswegen können wir das schon richtig gut. Wir machen es ein bisschen schwieriger. Schau mal, wir drehen uns mal um mit unserem Hasen-Popschi zur Kamera. Ja, wir stellen uns das mal vor. Schau mal, die Hände so. Und dann berühren wir mit den Fersen die Hintern. Ja, mit den Fersen die Hand, meine ich. Ja, genau. Und jetzt schau mal wieder zu mir, auf die andere Seite. Schau mal, auf die Seite und auf die Seite. Auf die Seite und auf die Seite. Ja, das müssen wir noch ein bisschen üben. Aber gut gemacht. Okay, so, schau mal. Als nächstes stellen wir uns mal in die Kampfstellung. Und zwar ganz böse schauend. Wir sind zwar liebe Hasen, aber wir schauen ein bisschen böse. Okay, und das Erste, was wir machen, so wie letzte Woche. Ja, aber wir sind heute verkleidet als Hasen. Psst, wir sind Hasen. Also Kampfstellung. Hier in Kampfstellung. Und jetzt springen wir wieder. Hopp. Genau, und wechseln die Füße. Einmal ist der linke Fuß vorne und einmal ist der rechte Fuß vorne. Einmal ist der linke Fuss vorne und einmal der rechte Fuß vorne. Und heute machen wir ein Spiel daraus. Und zwar, unsere Mama sagt uns eine Zahl zwischen 1 und 5 und so oft springen wir. Achtung, wir warten in der Kampfstellung. Hier, Kampfstellung. Und 2. 2, Achtung, 1 und 2. Und wir warten wieder auf die Mama. 4. Gut, alles gut. Schau mal, was hat die Mama gesagt? 4. Vier, viermal hier. 1, 2, 3 und 4. Gut gemacht. Spring mal rauf. Gut gemacht, super. So, dann konzentrieren wir uns. Du kannst auch einschlagen mit uns. Jawohl. Voilà. Gut gemacht. Auch du bist ein kleiner Hase. So, schaut mal her. Das nächste, was wir machen. Hier, schau mal, das nächste. Kampfstellung zu mir. Kampfstellung zu mir. Und wir wiederholen das, was wir letzte Woche gemacht haben. Wir kicken mit dem Fuß hier drauf. Den Fuß hier drauf. Und dann mit dem anderen Fuß. Und hier wieder. Und hier wieder. Aber bleiben wir in der Kampfstellung. Genau. Achtung, Achtung. Und 1, 2, 3, 4. Gut gemacht. Und jetzt nehme ich dich dran, kleine Kaya. Tja, Kampfstellung. So, und mit dem Fuß. 1, anderer Fuß. 2, 3 und 4. Okay, Kian, schau mal. Wir machen das nächste, was wir heute machen. Ist ein schwierigeren Kick, und zwar wir kicken nicht von unten nach oben, sondern wir drehen den Fuß und kicken jetzt von der Seite. Okay?
Nennt sich Halbkreistrittkehr. Kann ich mal vorzeigen? Schöne Kampfstellung. Ja, kick. Schöne Kampfstellung zu mir, bitte. Kicken. Hier zu mir, Kampfstellung. Kicken. Und wir kicken hier von der Seite drauf. Genau. Gleich nochmal. Und kick. Und nochmal. Kick. Und das können wir natürlich auch mit dem anderen Fuß machen. Und kick. Warte mal sehen, warte ganz kurz. Und andere Fuß. Kick. Andere Fuß. Kick. Einmal noch der Fuß. Okay, gut gemacht. Magst du auch einmal kicken, Kaya? So, Achtung, ein mit dem Fuß, dann mit dem anderen Fuß, kick, dann mit dem Fuß und mit dem Fuß. Okay, gut gemacht. Kick, komm mal her zu mir. Wir machen noch eine schwierigere Übung. Komm mal her zu mir. Denselben Kick, aber diesmal berühren wir zweimal, schaut mal her, in der Luft. Eins, zwei. Zweimal, aber ohne den Boden zu berühren dazwischen. Komm her mal zu mir. Ohne festhalten, ohne festhalten. Mach mal ganz locker. Eins, zwei. Das war schon super. Aber jetzt auf meine Hand. Ohne festhalten. Schau, mit festhalten, das kann ja jeder. Nicht festhalten. Geh mal runter. Stell dich nochmal in die Kampfstellung. Und jetzt. Eins, zwei. Gut gemacht. Anderer Fuß. Eins, zwei. Okay. Könnt ihr das, Kinder? Stellt euch mal in die Luft und versucht zweimal zu kicken. Oder sogar noch öfters zu kicken, könnt ihr. Ja, Kinder, ihr macht das ganz toll. Super. Okay, weil ihr das so toll gemacht habt heute, können wir jetzt gleich weitermachen mit dem lustigen Hasenspiel. Und zuerst schauen wir uns mal an, wie kann man überhaupt so eine coole Maske, wie der Kian hier aufhat, selber machen. Und zwar schaut mal, ich habe es hier vorbereitet. Ich habe hier eine mega coole Maske. Und schaut mal, die passt. Den Erwachsenen passt sie, den Kindern passt sie, allen passt sie. Schaut mal her. Wir brauchen dafür ein Papier, am besten ein buntes, grün oder rot oder orange oder was ihr habt. Ihr könnt auch ein weißes Papier nehmen. Dann brauchen wir einmal hier einfach Strohhelme. Schaut mal ganz genau. Wir haben hier einen Strohhalm, hier einen und hier einen. Einfach in der Mitte durchgeschnitten. Sie einfach draufgeklebt zur Seite. Dann hier einen kleinen runden Stupsnase draufgegeben und oben einfach die Ohren. Das haben wir. Schaut mal, einfach mit der Schere hier ausgeschnitten das Ganze, angemalt und dann hier noch ein Loch gemacht, hier noch ein Loch gemacht und einfach ein Gummiringel rundherum. Und schon ist sie fertig, die coole Maske. Okay, schaut doch mal her, sie ist richtig, richtig cool geworden. Ich verrate euch was, das habe nicht ich selber gemacht, sondern meine Frau, weil die das ein bisschen besser basteln kann. So, pass auf, Kinder! Schaut mal, wie hüpft denn ein Hase? Wir gehen mal in die Position wie ein Hase und springen mal wie ein Hase. Genau, können wir mal ein bisschen herumspringen. Hopp, hopp, hopp. Und jetzt, wenn ein Hase hungrig ist vom Training, dann holt er sich was zum Schnuppern und zum Essen. Genau, was ist denn Hase? Karotten. Darf ich auch eine Karotte haben? Ja. Ah. Schaut mal, liebe Kinder. Eine gute Karotte. Und wisst ihr was? Warum? Die Spitze. Ja, gib her. Es schmeckt so gut, diese Karotte. Und wenn ihr Karotten gegessen habt, schaut mal, dann können wir weiter springen und ein bisschen Blumen schnuppern. Oder auch hier. Genau so. Gut gemacht. Da haben wir noch eine kleine Karotte für die Kaya. Eine Karotte für dich? Ganz genau, sehr gut. So, und dann habe ich heute noch was ganz was Besonderes für euch, Kinder. Und zwar, wir werden heute einen Parcours machen. Einen Parcours bedeutet einen Geschicklichkeitslauf, wo wir ganz viele tolle Fertigkeiten üben können. Gebt mir eine Sekunde, wir bauen was auf. Und zwar am besten nehmt ihr einfach das, was ihr gerade zur Verfügung habt. Wir haben verschiedene coole Sachen. So, wir bauen uns da mal einen kleinen Parcours auf. Schaut mal her. Hopp. 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 So bauen wir uns das auf. Und dann können wir den coolen Parcours hier machen. So, schaut mal her. Kinder, kommt mal her zu mir. Wir beginnen auf dem Schwarzen hier. Okay. Hinter mich. So, schaut mal her. Wir springen. Wir haben uns einfach hier was aufgebaut und suchen uns da aus, dass wir nur auf diesen Dingen herumspringen. Wir springen hier, dann springen wir gleich zum nächsten. Komm mal nach hier, wir versuchen hier raufzuklettern.
um zu balancieren. Dann balancieren wir runter, steigen hier rauf. Komm mit, dann springen wir runter. Hopp. Dann können wir auch auf die Couch springen als Hasen. Hopp, hopp. Da ist auch ein Hase. Wir schnuppern mal an dem Hasen. Und springen weiter. Hopp, hopp. Und können wieder runter. Können wieder so Parkour machen. Hopp, hopp. Steigen hier rauf. Hopp. Balancieren. Dann gehen wir runter und springen wieder rauf. Hopp. Schauen Sie nicht umliegen. Springen runter. Und wieder auf die Couch. Nichts passiert. Komm, kleiner Hase. Hopp. Ja, genau. Hopp. Alles gut. Alles gut, Schatzi. Komm zu mir, Mäuschen. Und wir springen von hier wieder zurück zum Start. Hopp. Magst du noch eine Runde machen? Ja. Okay, jetzt bin ich hinter dir. Ja. Hopp, da gehen wir rauf. Da klettern wir rauf. Springen runter. Oder rüber, der Kian. Ich kann auch hier rüber springen. Okay. Oder noch nicht. Würde ich nicht machen. Okay, vielleicht nicht zu gefährlich machen. Ja. So, Kian, komm mal her zu mir. Komm mal her zu mir. Zum Schluss des Videos wünschen wir euch noch wunderschöne Ostern. Denkt daran, es ist nur noch dreimal schlafen. Jetzt könnt ihr euch eine coole Maske bauen. Kian, schaust du noch mal kurz hin? Ja, genau. Oder einfach selber eine zeichnen, so wie bei mir eine ganz einfache. Und zum Schluss wünschen wir euch wunderschöne Ostern, ganz viele tolle Geschenke, viel Spaß mit unserem Video und wir verabschieden uns mit einer Verbeugung. Kommt ihr her zu mir? Ja, Kian, komm her zu mir. Komm bitte her zu mir, Kian. Er möchte noch Karotten essen. Ganz genau, ist so dein Blick. Komm mal her, wir verbeugen uns, wie beim Training. Eine Verbeugung? Ich hab auch was angefangen. So, hinstellen. Okay. Eine Hasenverbeugung. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Und frohe Ostern. Tschüss.